Jo Leute, Jason hier. Wir haben Montag und wie versprochen das Video zu meiner Transformation, also wie trainiere ich während meiner Transformation. Simon ist noch im Urlaub, deswegen bin ich heute hier bei mir im Homeoffice und spreche zu euch und habe die Antworten auf eure Fragen. Viel Spaß! Zunächst erstmal vielen Dank für die positive Resonanz unter dem letzten Video. Ich habe alle Kommentare gelesen, mich wirklich sehr gefreut über eure netten Worte und hoffe, dass ich die Fragen so gut wie möglich alle beantworten kann. Ich werde sie so ein bisschen zusammenfassen, weil sich die meisten dann doch überschnitten haben und wiederholt haben. Und genau, für diejenigen, die den ersten Teil vielleicht verpasst haben und sich gerade denken, wer ist der Typ, was macht der vor der Kamera? Genau, ich markiere euch das Video mal oben in der Infobox, da haben wir das Projekt vorgestellt, so die ersten Resultate gezeigt und genau. Kommen wir zum Trainingsplan. Ich habe ein Zweiersplit trainiert, ganz klassisch Push-Pull und Beine dann aufgeteilt, also Waden am Push-Tag und am Pull-Tag dann die Oberschenkel. Und das Ganze 6-mal die Woche, 3 Einheiten jeweils. Die erste Trainingseinheit sah dann wie folgt aus. Ich habe mit einer schweren Brustübung angefangen, mich aber vorher ans Arbeitsgewicht rangetastet, also mit 2 bis 3 Aufwärmsätzen dann langsam Richtung Arbeitsgewicht und von dem Satz dann 3 bis 4 Sätze mit 5 bis 8 Wiederholungen und wirklich bis nichts mehr geht, also bis ans Maximum. Dafür musste dann meistens eine Maschine herhalten, weil bei Bankdrücken ist es ein bisschen schwierig, wenn man alleine ist und dann mit der Stange da unten liegen bleibt, ist nicht so geil. Ansonsten gerne Bankdrücken, aber am besten mit einem Trainingspartner. Ansonsten bin ich an eine Maschine gegangen. Die hat außerdem den Vorteil, dass ihr, wenn ihr nicht mehr könnt, kurz ablegen könnt, ein paar Sekunden Pause und dann nochmal 2, 3 mit Gewalt irgendwie rausquetschen, damit ihr so nah wie möglich ans Muskelversagen kommt, um wirklich den maximalen Reiz zu bekommen, damit ihr bei diesem hohen Defizit nicht eure Muskulatur verliert, sondern das Fett loswerdet. Dann ging es weiter mit einer leichteren Brustübung, mit einer bisschen isolierteren Übung, also Butterfly oder Kabelflies. Da habe ich dann immer drauf geguckt, was die erste Übung war. Also wenn ich mit Bankdrücken angefangen habe, wo ich primär die unteren Fasern getroffen habe, dann habe ich Kabelflies nach oben gemacht. Andersrum, wenn ich an eine Maschine gegangen bin, also meine Maschine geht so ein bisschen nach oben, dann habe ich eher Kabelzüge nach unten gemacht, habe dann da immer so ein bisschen geguckt. Und davon dann auch 3 bis 4 Sätze mit ein bisschen mehr Wiederholungen, also so 10 bis 12, aber auch trotzdem wieder mit Power und bis ans Maximum. Dann geht's weiter mit den Schultern. Da habe ich den Fokus auf die seitliche Schulter gelegt, weil wir die vorderen Anteile ja schon bei den drückenden Brustübungen haben. Da bin ich dann vorzugsweise an eine Maschine gegangen, habe dann da auch so 3 bis 4 Sätze gemacht mit 8 bis 12 Wiederholungen. Aber wenn die Maschine da mal besetzt war, dann haben auch mal die Kurzhanteln hergehalten. Also das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Dann geht's weiter mit den Trizeps. Den mache ich seit Ewigkeiten eigentlich gleich, weil ich da so ein bisschen geschädigt bin. Bei Dips zum Beispiel kriege ich Schulterprobleme, bei French Press tut mir die Ellenbögen weh. Deswegen mache ich den Trizeps am liebsten am Seil, mache dann da einen Supersatz. Ich mache Überkopfstrecken mit 8 bis 12 Wiederholungen auch wieder, bis nichts mehr geht. Dann droppe ich das Gewicht auf ca. 60% und mache dann nochmal ein klassisches Trizepsstrecken hinterher. Da sind dann meistens noch so 6 bis 8 Wiederholungen drin, davon dann auch 3 Sätze. Und dann geht's weiter zu den Waden. Bei den Waden habe ich jetzt persönlich nicht so den Fokus drauf. Ich glaube, ich habe von Natur aus schon relativ starke Waden. Deswegen bin ich da jetzt nicht so geil drauf, da noch Fleisch drauf zu packen. Und mache sie dann eigentlich nur, um sie gemacht zu haben. Dafür gehe ich dann an eine sitzende Wadehebemaschine und mache dann da auch nochmal 3 Sätze mit 10 bis 15 Wiederholungen. Und dann war es das eigentlich. Dann ist das Training vorbei. Kommen wir zum zweiten Trainingstag. Die zweite Trainingseinheit fängt mit einer von 3 Rückenübungen an. Die 3 Übungen tausche ich immer mal wieder, fange mal mit der an, mal mit der. Aber in diesem Beispiel fangen wir mal mit Rudern an. Da das gleiche Spiel wie beim Bankdrücken. So 2 bis 3 Aufwärmsätze bzw. Annäherungssätze an das Arbeitsgewicht. Von dem Satz dann wieder 3, 8 bis 12 Wiederholungen. Wobei hier auch die ersten 6 Wiederholungen nur richtige Wiederholungen sind, wo ich mich richtig auf die Endkontraktion konzentriere. Danach gibt der Rücken meistens nach, aber es sind immer noch ein paar drin. Das heißt, dann noch so 3, 4, 5, 6 Wiederholungen gehen dann noch, zwar nicht ganz bis zum Ende, aber wir wollen ja immer bis ans Limit gehen. Davon, wie gesagt, 3 bis 4 Sätze. Dann geht es weiter mit Latzug. Da genau das gleiche Spiel, auch 3 bis 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Da auch immer schön auf die Endkontraktion achten und wenn das nicht mehr geht, trotzdem immer noch, wenn dann noch Teilwiederholungen drin sind, bis ans Limit, dann kurz ablegen und dann nochmal 2, 3 irgendwie mit Gewalt rausquetschen, um wirklich alles rauszuholen. Dann geht es zur dritten Übung, Reverse Butterfly. Damit habe ich persönlich oft angefangen, weil bei mir die hintere Schulter
schon ein sehr starkes Defizit ist, weil ich die Übung sehr lange nicht gespürt habe. Deswegen habe ich damit angefangen, aber das könnt ihr natürlich gucken, wie das bei euch am besten passt. Davon dann auch nochmal 3 bis 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Dann geht es weiter mit dem Bizeps und trainiere ich eigentlich genauso wie in dem letzten Bizeps-Video von Simon. Also schön schwer an der Maschine mit 5 bis 6 Wiederholungen und einfach nur Power. Guckt euch am besten das Video nochmal an, ich markiere es euch oben. Und genau, dann wären wir eigentlich fertig, wenn nicht die Beine wären. Und dann wird es auch mal richtig schön anstrengend. Wir haben uns zwar warm gemacht, aber die Beine sind ja nicht wirklich beansprucht worden. Die Beine haben viel mehr Volumen, die können viel mehr Gewicht bewegen. Deswegen die auch nochmal warm machen. Und da reichen meiner Meinung nach nicht 2 bis 3 Annäherungssätze, sondern ich mache da 4 bis 5, um mich dann langsam hochzustecken zum Arbeitsgewicht. Und dann da auch nochmal 3 bis 4 Sätze mit so 10 bis 15 Wiederholungen. Dann als letzte Übung eine Beinbeugemaschine, um nochmal ein bisschen die Hamstrings nochmal zu isolieren. Da dann auch nochmal 3 bis 4 Sätze, so 10 bis 12 Wiederholungen. Und dann sind wir durch. Genau, das war mein Trainingsplan. Ihr müsst den natürlich nicht eins zu eins so nachmachen. Orientiert euch am besten daran, vom Volumen, vom Umfang. Aber wenn ihr dann eine Übung nicht so mögt und eine andere Übung besser spürt, gerade bei Trizeps, nur wenn ihr den Seilzug nicht mögt und ihr mögt French Press und habt da keine Probleme, dann macht auch gerne das. Also dann muss man jetzt nicht gucken, dass man das eins zu eins so macht. Man kann auch mit einem anderen Trainingsplan gleiche Erfolge erzielen oder bessere vielleicht sogar. Aber das Wichtigste ist halt, dass die Trainingseinheiten kurz, intensiv und schwer sind. Weil bei dem hohen Defizit hat man nicht die Power, da 2 Stunden zu trainieren. Deswegen alles so kompakt wie möglich zu halten. Sehr schwer, wie gesagt, ganz kurze Pausen nur. Und dann werdet ihr merken, auch wenn ihr teilweise nur 30 bis 40 Minuten im Gym seid, das ist trotzdem mindestens genauso anstrengend. Vielleicht nochmal zum Unterschied zum Training in einem Minicut und jetzt danach. Ich bin ja seit einer Woche nicht mehr im Minicut, aber am Training hat sich eigentlich gar nichts geändert. Also der Trainingsplan ist der gleiche. Ich trainiere allerdings nicht mehr 6-mal, sondern nur 4 bis 5-mal die Woche und mache dafür nach jeder Trainingseinheit 20 Minuten Cardio nochmal. Ansonsten hat sich eigentlich nichts geändert. Also immer noch bis ans Limit, bis nichts mehr geht, immer noch stumpf und kurz. Dann kommen wir zum Thema Supplements. Zum einen habe ich Kreatin genommen, einfach um noch ein bisschen Power zu haben, gerade bei Bankdrücken und anderen schweren Übungen, wo man mit viel Gewicht arbeitet und wenig Wiederholungen. Da hat mir das sehr geholfen. Ich habe mit 3 Kapseln angefangen, die ich sonst auch nehme, und habe dann erhöht. Und bei so 4, 5 Kapseln habe ich dann doch nochmal einen Unterschied gemerkt, dass so die letzte Wiederholung dann doch nochmal irgendwie ein bisschen leichter gefühlt geht. Aber aus einem anderen Grund auch noch, und zwar der psychologische Effekt. Das war bei mir sehr wichtig, weil wenn ich in einen Minicut gehe oder generell in eine Diät und die Glykogenspeicher gehen leer, dann fühle ich mich schnell skinny fett und der Kopf denkt dann, die Muskulatur geht weg, der Körper will einem suggerieren, oh, jetzt wird es kritisch. Und da hat mir das schon sehr stark geholfen, dass ich dann mir nicht so viel Gedanken drum machen musste, weil ich trotzdem noch mich noch relativ gut gefühlt habe. Deswegen hat mir das sehr geholfen. Da, wie gesagt, so 4 bis 5 Kapseln statt 3. Und ansonsten habe ich die Essentials genommen, auch 4 Kapseln statt 3. Und dann das wahrscheinlich wichtigste Supplement in meinem Fall, dadurch, dass wir alle Fette gestrichen haben, habe ich dann natürlich Omega-3-Kapseln nehmen müssen. Und davon habe ich dann 10 genommen, natürlich viel mehr als sonst. Die nehme ich aber jetzt auch nicht mehr. Also ich gucke jetzt, wo ich die Fette erhöht habe, einfach darauf, wie viel Fisch habe ich gegessen in der Woche, also wie viel fettigen Fisch, und gleiche das dann mit Omega-Kapseln aus. Aber wenn ich viel fettigen Fisch gegessen habe, dann nehme ich die auch nicht mehr. Und zu guter Letzt natürlich Whey und Flaves, einfach nur um Heißhungerattacken auf irgendwas Süßes zu kompensieren. Man hat in der Diät natürlich dann sehr stark Hunger auf irgendwas Süßes, weil der Körper einem ja suggerieren will, er braucht Zucker. Da hat das geholfen, aber da kommen wir dann nochmal Mittwoch drauf zu sprechen, wenn es um Thema Ernährung geht. So, das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte soweit alles beantworten. Sollten neue Fragen aufgekommen sein oder andere Fragen noch nicht ganz geklärt sein, schreibt einfach wieder in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram, da bekommt ihr sofort eine Antwort. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch wieder. Da klären wir alle Fragen in Bezug auf Ernährung während meiner Transformation. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.